Nimmt eigentlich der Kohlekocher direkt vom Rohr oder nur von einem Hopper? Gute Frage, gell? Ich glaube nur vom Hopper. Die Produktionen nehmen normalerweise, glaube ich, immer nur vom Hopper. Ich weiß es aber nicht. Okay. So, einer fehlt da noch dazwischen, weil er zu schnell sich runterbaut. Aber jetzt steht's. Zack. So. So, die Reihe ist auch gleich durch. Yes, da ist sie schon. Ist schon das Ende. Und den können wir schon anhängen. Jetzt kann produziert werden Vollgas. Sehr schön. Aber die verbraucht ziemlich schnell. Die Anlage, die verheizt doch ganz schön selbst Kohle. So, dann haben wir den raus. Den raus. Hoppala. So, alles abgebaut. Das heißt, alte Kohle kommt jetzt nicht mehr rein in den Kreislauf. Okay. Es muss jetzt mit der neuen gehen. Ja, und ich habe alles zusammengeschlossen. Also die fließt. Die enriched. Schauen wir mal. Und es wird produziert. Ach, ist das schön. Hier wird produziert, hier fließt es, hinten wird geleert, wo die Kohle reinkommt und wir können schon wieder abbauen. Ja, cool. So. Wie viel ist da noch frei? Ah ja, da ist schon noch ein Stück frei, das passt mir. Stellen wir auf der Seite, könnten wir. Wie viele Pyrothermik-Generatoren hast du? Zufällig. 10. Ah, 19, Entschuldigung. Okay. Weil. Weil ich gerade überlege, ob wir auf der Seite da auch welche aufstellen. Seite ist auf der Seite, wo die neue angereicherte jetzt ist. Ah, okay. Das heißt, hier dazwischen hinpropfen. Mhm. Meinst du, dass die zu wenig Energie haben? Ich schaue mal nach. Na, der ist ziemlich voll. 200 von 200 ist die Zelle. Ja, es schaut da so aus, wie wenn es reichen würde. Ja, du brauchst das momentan nicht aufstellen. Okay. Das Quietsch im Hintergrund ist unser Deko. Ja, ich habe mich zu viel bewegt. Ja, also die Zellen schauen wirklich gut aus. Schauen wir noch in die Produktion. Was sagt die? Okay. Hat genügend Power. Hat es richtig gemacht, ja. Mhm. 7 Sekunden braucht die, wenn ich richtig rauslese, für eine komplette, oder 7, 8 Sekunden, neue Kohle. Hoppala. So. So, jetzt bauen wir das da so in einer Pyramide wieder auf. Gut, was mache ich jetzt? Ah ja. Ich gehe zu meinem Hive-Projekt. Von wo weg kann ich dann eigentlich später Kohle abzweigen, diese neu angereicherte? Wohin abzweigen? Rüber. Fahren, wohin? Zum Hive-Mine, zur Versorgungsstation. Da ist ein Lager,
kannst du. Okay. Also kannst du provisorisch jetzt immer mal eine Leitung verlegen, aber ja, noch es sollte dann irgendwann einmal auf der Südostecke sollte das Zimmer rausgehen. Oh, ja, okay. Weil dort ja dann das Lager endet, ne? Ja. Noch habe ich ja genug Kohle. Hier werden wir an dieser Ecke einen Dreckdieb installieren. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt wirklich heißt. Der, was das, den Dreck rausnimmt und zu einer Bastelmasse verarbeitet, zu einer Construction Paste. Und das hier wird auch anders aufgestellt. Ist das nicht der Garbage Thief oder so? Ja, genau, das war das Wort, glaube ich. Ich laufe dann. Der Mülltief, ja. Ups, das so. Ich laufe dann nur mal kurz rüber. Okay, diesen Teil ist einmal weg von der Kohle. Sehr schön. Ja, das nehme ich mir auch gleich. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, das wird. Das brauchen wir auch nicht mehr. Gut. Trop, 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 trop. Die Frage ist halt. Okay, das ist angehängt. Ich block das hier oben. Das schaut aus wie wenn das. Geht das denn nicht schneller? Was dann? Na, ich habe da drüben eine Kohle, an der Kohle abgebaut, der irgendwie sehr langsam läuft. Aber ist okay. Und da sind vielleicht keine Drillmotor oder so. Nein, ist eh nicht drin. Ich habe dafür zwei angehängt. Also das ist nicht das Thema. So, die Pyramide steht. Okay, und da füllen wir mal was Gescheites nach. Jetzt hoffe ich mal, dass das mit der Produktion klar geht, aber man sieht sie da schon, wie sie durch die ganze Pyramide durchkommt. Gut, wir füllen das da mal auf. Uppala. Die Kohle. Ja. Wo komme ich darauf? Ah, da. So. Damit es leuchtet. Ich will, dass alles leuchtet. Schaut ganz gut aus. Sehr schön. Gut, dann pflanze ich da mal den Boden rein. Irgendwann werden Tibor und ich da wieder im Teamwork die nächste Reihe aufstellen. Okay. Von, also da der Bufferblock mit der ersten Stufe der angereicherten Kohle, um dann die loszuwerden, die wir im Inventar haben. Also einer stellt Storage Hopper auf, der andere füllt rein. Und dann umgekehrt, damit wir diese angereicherte Kohle da bei uns wieder rauskriegen. Weil die Zwischenstufe brauchen wir jetzt nicht wirklich. Eigentlich nicht mehr, ja. Ich verheiz sie gelegentlich, wenn ich wo was abbaue. Ja, aber da könnte man sie dann einmal, wenn es Lager steht, mit der neuen lieber von der einer rausnehmen, weil sie effektiver ist. Stimmt, natürlich. Die ist sicher, produziert sicher mehr Energie pro. Und die wird vom Kohlekocher genauso verheizt wie alle anderen. So, jetzt setzen wir da die Glasblöcke rein. Die haben eigentlich keinen besonderen Grund, außer dass das wieder eine durchgehende Ebene wird, und wo wir man drüber schon laufen gemütlich kann. Laufen können, genau. So. Ich habe das auch übrigens schon vorne gemacht, außerhalb der Aufnahme. Kann ich dann herzeigen, und zwar dort, wo wir einen Richtungswechsel durchführen, wo die Kohle von Norden und dann Richtung Osten läuft. Habe ich auch schon diese Glasblöcke rein, weil dann kann man da. Seht ihr da, das ist jetzt eine durchgehende Linie und man fällt da nicht immer wieder rein irgendwo. Ja. Kann so. Ich empfehlen, also wenn ihr so große Lager oder so aufbauen wollt und ihr seid mitten im Aufbau, befüllt das einfach mit dem Space Window. Kostet nicht allzu viel Construction Paste und ihr habt wieder eine durchgehende Ebene. Ja. Man spart sich beim Drüberlaufen dieses Auf und Ab. Und es verstecken sich zu einem späteren Zeitpunkt da nicht irgendwelche Schleimes drinnen, die ihnen dann immer beschießen. Bespucken. Das hat auch einen Vorteil. Yep. So, dann fülle ich das da auch gleich auf. Gut.
So, diese Fläche haben wir auch gleich. Ah, dann kann man sich um den Rest der Anlage kümmern. So, sehr schön, sehr schön. Dort, wo wir mit den Zinnbahnen wieder rauffahren. Ja. Da lassen wir die in der Ecke aber frei, um diese angereicherte Kohle auch raufzubringen. Weil die macht ja Sinn, dass wir es auch wieder ins Erdgeschoss bringen. So, ich trinke mal kurz. Ja. Sorry, aber das muss da sein. Ja, wir sind ein bisschen ausgetrocknet, bei uns ist es mehr heiß. Hochsommer und. Ja, wir haben es zwar die letzten Tage geschafft, das Haus ein bisschen runter zu kühlen, weil wir eigentlich Schlechtwetter dazwischen hatten, vor allem in den Nächten. Aber mit unseren Computern reicht es, genau, dass sie das relativ schnell wieder die aufheizt. Also. Die Generatoren laufen quasi. So, ja. Lichtchen. Das steht jetzt einmal. Jetzt überlege ich gerade, ob man die Kohle. Das Kohlelager fertig aufbauen geht natürlich nicht, aber ob wir es weiter ausbauen. Ich würde es einmal so lassen. Ich glaube auch, wir werden das jetzt einmal so belassen, wie es ist. Mhm. Es produziert schon, was mir ein bisschen beunruhigt ist, dass da der Storage Hopper wird voll, die da sind noch leer. Aber es, ja, die stehen schon, Schatz. Wenn man da reinschaut, ist es schon alles voll mit 100 Kohle. Das heißt, wir produzieren mehr von der Kohle, als was wir verbrauchen. Das ist schon mal ganz gut. Damit sind wir zufrieden. Mhm. Wir können noch einiges anhängen, einige Verbraucher, sozusagen. Dann ist unser nächster Step, dass wir da mal raufgehen und sich mal schauen, wie sich das Ried verändert hat. Es könnte natürlich sein, dass durch die Produktion Ried 0 lässt sich sehr gut, sind wir auch beruhigt. Mhm. So, nächste Baustelle. Ich habe es schon kurz hergezeigt, ich habe da eine riesen Energiewand aufgebaut für unsere Smelterproduktion. Und zwar, wir hatten ja da einen Zulauf der angereicherten Kohle mit Pyrothermikgeneratoren da oben. Diese Pyrothermikgeneratoren, die da oben waren, haben aber verhindert, dass wir da den vierten Smelter verwenden konnten. Also der ist jetzt erst aufgebaut worden von der Tibra und von mir. Mhm. Bisher waren da nur 3 Smelter. Nachdem wir bei der Bahnproduktion ein Thema haben, genau, dass wir eigentlich nicht schnell genug produzieren, haben wir jetzt den vierten Smelter da rein. Beisatz, wir können zu diesem Smelter aufsetzen, das ist der MK3, wir können da mittlerweile MK4 und MK5, werden wir auch produzieren in einer der nächsten Folgen. Aber jetzt momentan kommen wir mit den Violetten aus, es kommt dann der Gelbe und der Blaue, glaube ich, als nächstes. Ich habe, wie gesagt, die Energieversorgung da ein bisschen verändert und dachte, es wäre möglich, dass wir da unten mit den Pyrothermik-Generatoren, die sie da unten setzen, seht, dass wir da die gesamte Energiewand versorgen, aber wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass die Energie fällt ab. Die Energiezellen da abfallen. Das ist, ja. Meine These dazu, ich glaube, dass aufgrund dessen, dass wir da normale Kohle in diesen Pyrothermikgeneratoren verwenden, dass das einfach zu wenig effektiv ist. Aha. Und deshalb werden wir versuchen, dass wir trotz, dass wir dieses Smelter da behalten, eine Energieversorgung oder eine Energieproduktion wieder da oben im Dach aufbauen. So, das ist unser nächster Step. Dazu brauchen wir 23 Pyrothermik-Generatoren. Bin mir nicht sicher, ob ich die zusammenbringe. Ja, das liebe Zinn ist aus. Zinn ist genug im Lager. Im Lager, ne? Es dürfte nicht an Zinn scheitern. Passt. Aber ich bin auch voll mit Zinn. Also geh dann mal kurz runter. Wenn ich dir irgendwie behilflich sein kann. Nein, ich brauche sowieso einen. Also ich hole mir dann eins. Was okay. Ist das da? Ah, du hast das Zinnlager ausgebaut, gell? Oder bin ich jetzt falsch? Nein, ich bin da im Zinn. Ausreichend ist super. Das ist ziemlich leer. Okay, na dann wird noch nicht so viel produziert. Das steht alles da vorne. Du hast da jetzt mittlerweile. Ja, ich habe schon begonnen, die
die Reihe anzubauen. Dass wir nach Süden kommen, ne? Genau, dass wir im Süden das Ganze wieder nach oben bringen. Gut, bin einmal frech und nehme da jetzt da das Zinn zur Gänze. Du kannst die nehmen, ich habe mich mit 2700 Bahnen davon angereichert. Ja, da bin ich mit meinen 1500 eh schon wieder hinten noch. Eben. Also ihr seht, der Großteil kommt der Tibor zugute. Damit wären wir wieder bei diesem Thema. Na. Wer sich im Übermaß rausnimmt und wer nur das rausnimmt, das er wirklich braucht. Ich habe einen Großteil, der Lager aufgebaut. Hallo? Ja, stimmt. Die Tibor hat irrsinnig viel Zinn gebraucht, weil sie für diese Folge ja irrsinnig viel vorbereitet hat. Also Storage Hopper, Pipes, ja. Damit du jetzt aufbauen kannst, ne? Mhm. So, ich baue mir da gleich mal mehr Pyrothermik-Generatoren, weil wir brauchen ja dann auch welche in Reserve. Und damit haben wir jetzt 33. Gewährt hier einen Aufgang aufs Dach brauchen wir da auch, gell? Wo? Im Außenposten. Ja, solltest voll sein. Sollte ich voll sein. Falls einmal irgendwas ist. Kann man da jederzeit draufkommen. Ah, da ist schon, ja. Da ist schon die angereichte, die neue Kohle hier oben. Okay. Damit, glaube ich, passiert das, was ich befürchtet habe. Dass in den Storage-Hoppern die alte drinnen bleibt. Mhm. Und jetzt nur mehr die Infused verwendet wird. Hm. Nicht gut. Genau das wollte ich vermeiden. Ich wollte, dass die enriched. Ja. Okay, wie gesagt, ist etwas für außerhalb der Aufnahme. Ach, diese Solarpanels da herum. Springt mal wieder herum. Einer Pyramide zur nächsten. Wie machen wir sie jetzt am besten? Ich baue an. Ich müsste mal da die Glasblöcke wegnehmen. So. Das mit den Glasblöcken hat ja schon einen Vorteil, nur es irritiert, wenn man durch mehrere Geschosse schaut. Also muss man sich schon etwas sehr konzentrieren. Auch. Ja, ich wollte ja eigentlich als Decke zwischen den Geschossen überall Glasblöcke, aber die Tibor hat dann gemeint, das wird sehr verwirrend. Ja, das hätte ich nicht gepackt. Wir sind jetzt doch mittlerweile sehr froh, wirklich einen Knick in der Optik, dass wir es anders gemacht haben. Vor allem vom Verbrauch der Bastelmasse her. Also ich fürchte ehrlich gesagt, dass wir deshalb auch da heroben diesen Frame-Einbruch haben. Weil wir da die Deckenkonstruktion, die Erdgeschosskonstruktion und die erste Untergeschosskonstruktion, das muss er immer alles komplett berechnen, weil du sie ja auch siehst. Die anderen Stockwerke muss er das nicht. Du siehst immer nur das jeweilige Stockwerk. Ja, das kann man vielleicht nachträglich wollte ich gerade sagen, austauschen. So, jetzt muss ich da die Reducer rausnehmen. Ich hoffe mal, das geht gut. Diese Zwischenphase. Das werden wir gleich hören. Boah. Nimmst du halt nicht alle weg? Muss ich. Alle gleichzeitig? Nein, nicht alle. Also die, was außen sind bei den Schussanlagen, die bleiben eh. Es geht nur um die Reducer, die da drauf sitzen, auf diese Power Storages. Wie habe ich da wieder einen Knick drin? So. Ja, da. Klar. So. 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 Passt Licht hin rein. Ich hoffe, dass sich das so ausgeht, wie ich mir das vorstelle. Da vorne noch das Eck. Kommt da jetzt der Pyrothermik-Generator dran? So, boah, das ist schon eine Ruckelpartie. Wo setze ich bloß die Stiege hin? So, jetzt kommt da der Bauer. Was? Der Power? Der Storage Hopper drauf. Ah, stimmt wieder nicht ganz. So. Na bitte, die Sonne geht auf.
So müsste das gehen. Ich nehme mal an, dass der Smelterkopf keine Materialien annimmt. Ich hoffe mal, weil sonst... Ich glaube, der nimmt nur von Hopper. Sonst haben wir ein Problem. Na, der Smelterkopf. Achso, der Kopf. Aber ich glaube nicht. Der optimiert ja nur den Smelter drunter. Mhm. Wüsste ich nichts. Also im schlimmsten Fall würde er auf diese Kohle dann dazugreifen, die da durchkommt. Du kannst den Smelter ja separat auch nicht reinschauen, oder? Ja, stimmt, er hat kein Inventar, hast recht. Er hat zwar eine Beschreibung, wenn man drauf geht, aber er hat kein Inventar. Und ich glaube, das macht es dann aus. Nein, weil wenn du draufklickst, kommst du zum Ohrsmelter drunter. Ja, aber nicht, dass die als Einheit fungieren. Werden wir gleich sehen, weil im schlimmsten Fall nimmt er mir jetzt da Kohle raus.